Hast du mit dem gerechnet? Warum hast du es nicht gesehen? Hast du nicht aufgepasst? Hast du es nicht erwartet? Oder hast du einfach gedacht, du wüsstest, wie es hier läuft? Ist aber auch nicht so schlimm, wenn man mit so etwas nicht rechnet. Ich meine, man muss ja nicht immer alles wissen, oder? Man geht ja auch nicht in Kino und lässt vorher das Ende des Films. Manchmal braucht es ein bisschen Ungewissheit, dass etwas spannend ist. Eine Überraschung wäre ja nur halb so gut, wenn man vorher schon alles wüsste. Es gibt aber auch Bereiche, wo es sehr unangenehm wird, wenn man nicht vorbereitet ist. Oder möchtet ihr gerne mal einen Vortrag ohne Vorbereitung halten? Du hast einen Flug gebucht, gehst auf Basel und merkst beim Einchecken, dass er ab Zürich fliegen würde. Klar, das sind alles Sachen mit relativ kleinen Konsequenzen. Aber es geht auch anders. Es gibt Situationen, da kann es sehr gefährlich werden, wenn wir nicht parat sind. Stell dir vor, was könnte passieren, wenn du gehst klettern und du hast einfach nicht gut aufgepasst, wo dir der Instruktor hat erklärt, wie das man richtig sichert. Oder noch ein anderes Beispiel. Montagmorgen, es regnet, es ist noch dunkel. Du hast deine Kapuze tief ins Gesicht abgezogen, hörst Musik und steigst aus dem Bus. Du läufst über einen Fußgängerstreifen und siehst das Auto. Hast du es dieses Mal gesehen? Ich glaube, wir haben immer noch nicht ganz verstanden, was es heisst, ready zu sein. Versuchen wir es mal anders. Es ist ja nicht so, dass wir uns auf nichts vorbereiten würden. Im Gegenteil, es gibt viele Bereiche, wo wir uns sehr gut vorbereiten, uns Gedanken dazu machen und ganz genau wissen, was Sache ist. Ich mache jetzt ein paar Aussagen. Wenn eine davon auf dich zutrifft, dann heb deine Hand auf. Heb deine Hand auf, wenn du weisst, was das Thema des heutigen Blessed Town ist. Heb deine Hand auf, wenn du weisst, wo du morgen am Morgen hergehen musst. Heb deine Hand auf, wenn du schon Pläne für nächstes Wochenende hast. Heb deine Hand auf, wenn du weisst, was du nächstes Jahr beruflich oder schulisch wirst machen. Und jetzt gehen wir noch eine Stufe tiefer. Weißt du, was der Sinn für dein Leben ist? Weißt du, wie es weitergeht nach dem Tod? Und bist du ready, dass Gott heute am Abend zu dir kann reden? Bist du ready? In den Skiferien bin ich morgen gelaufen, weil ich ein Brötchen holen wollte. Ich sehe, dass so auf einem kleinen Weg so ein Lastwagen entgegenkommt, der eine Seite nicht so gut gekrault hatte vom Morgen, weil da noch ein bisschen Eis dran war. Und der kommt immer näher zu mir. Und hier links war so ein Pföstchen und ein Zäunchen. Und ich dachte, ja, easy. Hey, ist noch morgen früh, ich will es dann schon schaffen. Und als er so vielleicht 2 Meter vor mir war, habe ich gemerkt, entweder bist du jetzt ready oder unter dem Karren. Also, be ready ist wirklich etwas sehr, sehr Entscheidendes. Oder ich denke, als ich mal bei Gaschinen mit einem Freund ist mir noch so zu sehen gekommen und irgendwo an einem neuen Ort war, neue Sessellifte, wo man irgendwie andere Verschlüsse auftun musste. Und wir haben den ganzen Weg hoch, haben wir irgendwie ein Goldie gehabt. Und dann kommen wir dort hoch und dann sagt er, Kuno, wir müssen absteigen.
und schreisse den Verschluss auf und ich shit! Und das Essen ist wieder abgehoben. Und ich bin oben rumgefahren. Es ist ein scheiß Gefühl. Be ready. Bist du bereit? Und die Frage hat Jesus seinen Jüngern mega oft gestellt. Am Schluss von seinem Leben hat Jesus seine Freunde massiv konfrontiert mit dieser Frage. Hey, seid ready. Ganze 2 Kapitel lang, Matthäus 24 und 25, beschreibt nur Geschichten, wo Jesus versucht zu erklären, wie sie ready sein können. Wie sie bereit sein für den Moment, wenn Jesus wiederkommen wird. Und damit wir heute auf den Moment ready sind, weil der kommt, wir wissen nicht wann, aber der Moment wird kommen. Jesus hat immer gesagt, hey, auf den Moment, da müsst ihr wirklich ready sein. Und für das werde ich heute Abend ein bisschen ausholen zuerst in meinem ersten Teil und dir ein paar Sachen erklären, die du vielleicht sagst, das habe ich gar nicht gewusst. Ich habe gar nicht gewusst, dass Jesus wiederkommt. Ich meinte, er sei schon mal da gewesen. Was macht der noch einmal da? Muss der noch mal die Bibel weiter erklären? Nein. Schau, die Geschichte ist so von uns Menschen. Wir Menschen sind geschaffen worden als das Gegenüber von Gott. In einer totalen Harmonie. Das sind die ersten Seiten der Bibel, beschreiben das, dass wir eine totale Schönheit, einen Frieden, eine Freude, Glück haben wir erlebt als Menschen. Wir haben alles gehabt, was wir gebraucht haben. Wir waren zusammen mit Gott, wie in diesem blauen Kreis. Das ist der Himmel, das Paradies. Aber dann ist etwas Katastrophales passiert. Wir Menschen haben geglaubt, es könnte noch mehr geben. Hey, wie blöd sind wir denn? Wir glauben, wir könnten noch mehr haben als das, was die Menschen im Paradies haben. Sie hatten keinen Stress gehabt. Sie haben miteinander nie Stress gehabt. Sie haben alles gehabt, was sie nutzen konnten, an Früchten. Einfach gigantische Qualität. Sie haben eine persönliche Beziehung mit dem Gott. So heisst, der Gott ist sogar mit ihnen gelaufen, kann spazieren. Er war wie ein Vater zu seinen Kindern. Und den Menschen ist es gut gegangen. Und dann kommt die gestörte Idee. Die Idee, die manchmal so tief von unserem Herzen ist, wo wir denken, wir könnten noch etwas toppen, wir müssen noch etwas toppen, noch besser, noch besser. Und in das hinein ist eine Stimme gekommen zu den Menschen, die gesagt, hey, wenn wir fast anfangen zu glauben, dann könntest du es noch besser haben, als du jetzt hast. Und wir Menschen haben das dummerweise anfangen zu glauben. Und wir sind von dem Ort, der absolut paradiesisch war, zu einem Ort gekommen, oder in ein Reich gekommen, das die Bibel nennt, ist das Reich für Finsternis. Menschen haben auf einmal gemerkt, wir sind versetzt worden. Von diesem Ort der Harmonie zu einem Ort des Krachs. Ein Ort, wo Gnade regiert hat, zu einem Ort von Leistung. Ein Ort, wo Freude war, zu einem Ort von Stress. Zu einem Ort, wo Lebensqualität war. Zu einem Ort, wo manchmal das Leben nicht lebenswert ist. Und wir sind in eine Herrschaft gekommen und beeinflusst worden. Von dem, was uns die Logik erzählt hat, dass wir noch etwas mehr haben könnten. Die Bibel nennt die Person Teufel, Satan, Luzifer. Und wir sind getrennt worden von dem Gott, den wir alles hatten. Von dem Vater vom Licht, in eine Herrschaft hineingelauert, von einem Vater von Logi. So beschreibt Jesus die Situation. Und die Menschen haben gelitten. Wir Menschen leiden unter dem. Wir Menschen leiden darunter, dass wir nicht mit dieser engen, tiefen Beziehung mit unserem Gott stehen. Mit dem Gott, der uns geschaffen hat, der uns designt hat, der gute Gedanken hatte und immer noch hat. Und dann, 500 Jahre, lange waren Menschen auf dieser Welt, die über 300 verschiedene Prophetien, so sagt man diesen Wort, wo man etwas ankündigt, das mal wird kommen. Und so haben 300 verschiedene Prophetien zu geben, während 500 Jahre, weil immer gesagt, es gibt eine Lösung, Freunde, es kommt eine Lösung. Es kommt eine Lösung zu diesen Menschen, die gefangen sind von diesem Vater der Logi. Es kommt eine Lösung. Und dann kommt die Lösung. Vor 2000 Jahren kommt Jesus auf die Welt, vom Himmel, als Sohn von Gott, kommt zu uns Menschen. Und es heisst, als er angekündigt wurde, ist er als Retter angekündigt worden. Warum Retter? Warum haben die Menschen Rettung gebraucht? Ja, natürlich, weil wir getrennt waren, gekidnappt worden von einem Vater von Logi, der uns beherrscht hat, der uns immer noch beherrscht, unser Denken, unser Handeln, unser Fühlen, unser Sein, unser Miteinander unterwegs sein, total beeinflusst. Und darum ist Jesus gekommen.
Und seine erste Message, die er hatte, war, hey, ich bin gekommen, für euch Gefangene zu befreien. Und die Leute sagten, was labert der? Hey, ich bin doch nicht gefangen. Und wir Menschen haben gar nicht gecheckt, wie übel das um uns steht. Wir Menschen haben gar nicht gemerkt, dass wir ehrlich unter der Herrschaft von dieser finsteren Macht stehen. Darum all das Böse produzieren, das immer wiederkehrend unser Leben kaputt macht. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, Freunde, ich werde eine Lösung schaffen. Ja, das Problem von dieser Geschichte war ja, dass wir eigentlich nicht mehr in diesem Ursprungszustand waren mit Gott. Und dieser Ursprungszustand war, dass wir in totaler Einheit mit dem Vater leben durften. Und dass wir das nicht mehr waren, ist eigentlich eine Zielverfehlung. Wir haben das Ziel verfehlt von dem, was Gott mit uns Menschen eigentlich machen wollte. Und das nennt die Bibel Sünde. Das ist das gleiche Wort für Sünde. Wir haben das Ziel verfehlt. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, ich habe eine Lösung. Ich bin Retter. Ich bin der, der die Gefangenen frei macht. Ich bin der, der euch einen Ursprungszustand wiederherstellen kann. Und das hat er gemacht am Schluss von seinem Leben. In dem, dass er für uns Menschen gestorben ist. Und vorher hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wer an mich glaubt, der darf ein Kind von dem himmlischen Vater werden. Und Menschen haben angefangen, dem Gott anfangen zu glauben. Sie haben sich entschieden für ein Leben mit dem Gott. Vielleicht bist du da und sagst, das habe ich schon gemacht. Ich weiß, ich habe das gemacht. Ich bin ein Kind von Gott. Von dem Moment an, wo du dich entscheidest, wird dein Name in das Buch vom Leben geschrieben. Du bist der Teil der himmlischen Community. Hier auf der Erde, aber du bist ein Teil von dem. Und so haben Menschen über die letzten 2000 Jahre ein gigantisches Geschenk erleben, dass sie trotz dem Trennt von Gott haben durch Jesus den Weg gefunden zu Gott. Und sie haben erlebt, wie der Jesus sie frei gemacht hat und wie sie ein Eigentum sind worden von Gott. Ganz viele hierin haben das schon erleben. Und das ist gigantisch. Ich komme am Schluss nochmal darauf zurück, wie du diesen Moment kannst packen kannst, dass du ebenfalls ein Bürger wirst vom Himmel. Und weißt, am Schluss vom Leben läuft es ja so. Wenn du der Bürger darfst werden vom Himmel, dann darfst du Teil sein vom Himmel. Für alle Ewigkeit. Wenn das Angebot, das Jesus dir gibt, ablehnst, dann wirst du unter der Herrschaft bleiben. Und dann geht der Pfeil hier weiter. Und damit hat Jesus uns wirklich erlöst. Aber jetzt am Schluss von seinem Leben, und auf das kommen wir jetzt, hat Jesus während eben einer ganzen bestimmten Zeit, bevor er in den Himmel gegangen ist, er hat dann, nachdem er gestorben ist, für alle Sünden und für alle Krankheiten, und wieder auferstanden ist, ist er den Jüngern erschienen und gesagt, ab jetzt könnt ihr kommen, ab jetzt könnt ihr wirklich Bürger vom Himmel werden. Und dann sagt er aber, schon vorher sagt er, aber etwas müsst ihr wissen. Es gibt einen Moment, wo ich jetzt zurückgehe in den Himmel, wo ich jetzt meinen Platz hier räume und ich werde hier wohnen. Ich werde euch den Heiligen Geist schicken, der wird euch alles weiter erklären. Der wird kommen, euch füllen vom Himmel her. Der wird euer Leben füllen. Aber ich werde jetzt in den Himmel zurückgehen. Aber dann kommt eines der Tag, wo ich all die, die an mich glauben, zu mir kommen kann holen. Und zwar die, die schon gestorben sind, die werden dann wie neu auferweckt und dürfen mit Jesus in den Himmel gehen. Dürfen Teil sein von dieser himmlischen Community bis in alle Ewigkeit. Und die letzten Seiten von diesem Buch der Bibel beschreiben, was dort für eine Party abgeht. Dort will die dabei sein. Aber Jesus sagt, in dieser Endzeit, in der wir jetzt drin leben, sagt, es wird eine ganz spezielle Sache sein. Ich werde zurückkommen und werde euch holen. Und weißt du, dann sagt er, sorry Freunde, aber ich kann dir nicht sagen, wann. Weil die Jüngeren gesagt, aber kannst du ein bisschen gut sagen, welches Datum, dass wir ready sind, wenn du kommst. Dann sagt er, nein, das kann ich nicht. Das kann ich nicht. Es geht, ich kann euch nicht erklären, wann. Weißt du, im jüdischen Kontext war es so, wenn ein
Bräutigam eine Braut gefunden hat, haben sie das Deal zwischen den Eltern und dass die jetzt da heiraten dürfen. Und er hat der Bräutigam-Vater gesagt, so Bürstchen, jetzt kommst du aber zurück. Jetzt wird zuerst ein Haus gemacht für deine Frau, die du dann heiraten wirst. Und wenn du das Haus fertig hast gemacht, dann werde ich dich dann schicken, für deine Braut zu holen. Und Jesus braucht genau das Bild. Er sagt, hey, Freunde, ich kann es nicht sagen, das weiss nur der Daddy. Nur der Vater im Himmel, der wird mir das Signal geben und dann werde ich zurückkommen und dann werde ich dich holen, die ready sind. Jetzt die Frage ist, was braucht es, um ready zu sein? Was braucht es, dass wenn Jesus wiederkommt, dass wir mit ihm dürfen gehen? Erstens hat Jesus ein paar Merkmale genannt. Er hat gesagt, ich kann euch nicht sagen, welche Zeit, aber ich kann euch ein paar Sachen verraten, wo mir der Vater oder der Heilige Geist von gesagt hat. Er hat gesagt, bevor ich wieder komme, werden ein paar Sachen passieren, wo ihr könnt aufmerksam werden und merken, oh, jetzt könnte der Moment kommen. Es werden eine zunehmende Hungersnöte werden passieren, zunehmende Kriege, zunehmende Erdbeben und etwas ganz Spannendes hat er gesagt, im Zusammenhang, er hat es verpackt mit einem Ölbaum. Er hat gesagt, was ganz spannend wird sein, es wird das Volk Israel, die Nation Israel, dort wird etwas passieren, dort wird etwas wiederhergestellt werden. Er hat gesagt, und dann werde ich wiederkommen. Der Paulus gibt uns noch ein paar Tipps mehr. Er sagt im 2. Timotheus, ab Kapitel 3, sagt er, der Moment, wo Jesus wiederkommen wird, vorher werden ein Wertezerfall passieren. Junge werden sich auf das Magen gegen die Eltern auflehnen. Es wird soft sein. Sie werden keine Autoritäten mehr für sich in Anspruch nehmen oder für sich irgendwie akzeptieren. Und, das ist ein spannender Satz, den würde ich euch gerne lesen. Es heißt, und ihr ganzes Interessen gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Das sind so ein paar Auswirkungen, wo Jesus gesagt, also wenn das passiert, dann seid ihr ready. Ich bin hier kein Endzeitprophet. Es hat schon manche Versuche, den Tag vorauszusagen, wenn Jesus wiederkommt. Den Fehler werde ich nicht machen. Aber wenn ich Geschichte anschaue, Hungersnöte, Erdbeben, Kriege, Israel, der vor 71 Jahren jetzt bald aus dem Nichts wieder eine Nation ist geworden, wo niemand mehr glaubt, dass es passieren kann. Wenn ich schaue, wie die Werte zerfallen in unserem Land, wie Familien zerfallen, wie Generationen gegeneinander aufstehen und wie die Menschen das Vergnügen lieber haben als Gott, dann merke ich, hey, be ready, ist entscheidend. Weil Jesus sagt, hey, es gibt Menschen, die meinen, sie sagen be ready und die werden nicht ready sein. Und krass, sagt er dann in Matthäus 24, Vers 4, sagt, zwei Leute werden zusammen auf dem Feld arbeiten. Ich werde zurückkommen und es wird ein gigantischer Moment sein, wo die ganze Welt wird merken. Da wird Jesus wieder zurück auf die Welt kommen und sagt, so, jetzt nehme ich die Leute mit mir, die mir geglaubt haben. Und dann sagt er, es werden zwei Leute zusammen auf dem Acher stehen, der eine wir gehen, der andere wird bleiben. Zwei Leute werden in der Schulbank hocken, der eine wird gehen und der andere wird bleiben. Er hat gesagt, es wird krass sein. Und jetzt denkst du, ja, aber das hat mir bis jetzt noch niemand gesagt. Ja, dann wird es höchste Zeit. Ich glaube wirklich, und das ist auf dem Herz gehabt für heute Abend, hey Freunde, es ist nicht Zeit zum Pennen. Es ist Zeit zum Ready zu sein. Es ist so eine extreme Zeit, in der wir drinnen leben. Damit sage ich nicht, morgen kommt er. Aber Jesus sagt, niemand wird es wissen. Auf einmal wird der Vater sagen, jetzt hast du die Wohnung parat gemacht. Jetzt gang und hol dir die, die dich gerne haben. Und es gibt ja krasse Geschichte. Es gibt die Geschichte von 10 Jungfrauen, die alle eigentlich parat waren. Alle sind so da, wie sie ready wären. Und 5 sie bleiben stehen.
Aber das sage ich nicht einfach so easy. Sondern ich glaube, Jesus hat so intensiv mit dieser Frage verringert und er gesagt, hey, bitte pennet nicht ein. Bitte seid parat, wenn ich komme, weil ich will nicht, dass jemand verloren geht, sondern ich will, dass alle gewonnen werden. Das ist seine Passion. Und ich werde anhand von einem persönlichen Beispiel versuchen zu erklären, und das habe ich so empfunden, dass Gott zu mir sagt, das hast du erlebt, für heute Abend das zu predigen. Auf einmal sind mir die Augen aufgegangen und gemerkt, aha, drum. Und ich auf einmal verstehe, was wir machen könnten und was wir checken könnten, ob wir ready sind oder nicht. Ich bin mit dem Herrn und meinem Freund letztes Jahr im April in Kaukasus geflogen. Das ist der südöstlichste Teil von Europa, vom Hatschkala nach Dagestan. Und da musst du immer zu Moskau umsteigen. Und ich habe gesehen, auf unserer Agenda, ich gemerkt, das wird noch knapp, dass wir das packen, weil die Russen sind ein bisschen unberechenbar. Sie haben mich auch schon wieder mal heimgeschickt. Darum habe ich vielleicht ein bisschen, fange ein bisschen leichte Anspannung, weil ich denke, da habe ich alles, was die mir reinlösen. Das war so ein scheiß Gefühl, oder? Wenn du läufst ein und dann 3-4 Stunden schicken sie dich wieder auf den Gleichflieger zurück. Und das ist mir noch so in den Knochen gehockt. Und dann habe ich gesagt, hey, Hanno, wir müssen einfach wirklich schauen, dass wir ziemlich rasant zu dem Flieger rauskommen und dann sofort zum Zoll und schauen, dass wir die Zollformalitäten erledigen können. Und so sind wir zu dem Flieger raus, zu dem Zoll hergegangen. Und dann ist ein Wunder passiert, aus meiner Sicht ein Wunder. Wir sind einfach so easy durchgekommen. Die Russen. Also, ja, wir machen manchmal einen Wettbewerb. Wer bringt die russische Zollbeamtin schneller zum Lachen? Das ist mega schwierig. Ehrlich, also. Einmal sind wir extra an Aff über mein Foto geklebt. Die Depp, oder? Und dann gebe ich das so her. Und dann schaue ich das so an. Und dann hat er gelacht. Dann dachte ich, jetzt habe ich noch gar keinen Witz gemacht. Ich fange schon jetzt an zu lachen. Das muss der Geist sein. Was ist dann ruft sie die Kolleginnen aus den anderen Häuschen. Hey, können wir mal schauen? Dann ist es gefötelt. Das war irgendwie russischer Humor. Und so. Aha, okay. Deppen. Okay. Also auf jeden Fall. Also habe ich so meine Geschwister irgendwo welche Storys erlebt. Und so laufe ich gegen den Zoll. Hey, noch kommen, wir müssen schnell. Bumm, kommen wir durch. Einfach Stempel gut. Ohne Lachen natürlich, aber da Stempel haben wir bekommen. Und dann kommen wir dort rein. Und nachher tut sich unser Abflughallen auf. Ich weiß nicht, bist du gerne auf einem Flughafen? Ich liebe das noch. So auf einem Flughafen. Wow, so ein Abflughallen. Ja, du weißt, du bist safe. Du bist durch. Du bist Teil von dieser Community, die jetzt nicht weiterfliegen wird, das ist ja so cool. Du hast es irgendwie geschafft, da reinzukommen. Und schau, der erste Punkt. Ich glaube, dass jeder Mensch muss bei diesem Zoll Jesus durch. Und dass Jesus ehrlich im Zollhäuschen steht und sagt, hey, wenn bei mir ein Schalter kommst, dann kommst du sofort rein in das Himmelreich, weil ja, zahlt für dich. Ich gebe dir nicht nur ein Visum für 2 Wochen, wo du so ein bisschen kurz einstempeln kannst und schauen, wie das noch wäre mit dem Himmel. Und mit dieser Möglichkeit, mit dem Gott in Beziehung kann, sondern Gott gibt dieses Bürgerrecht. Und Jesus sagt, wer zu mir kommt, wer zu mir ans Zollhäuschen kommt, dann wird die Einreise ermöglichen. Und so haben ganz viele hier in der Einreise schon gehabt. Und sie wissen, mein Name steht in diesem Buch vom Leben. Ich bin Teil von dieser Family Gottes. Aber eben, unsere Story geht dummerweise weiter. Wir waren dann in dieser Abflughalle gewesen. Und dann auf einmal sagen wir, du, wir haben Zeit wie eine Mare. Hey, die Dinger jetzt ein Burger King. Hey, Hanno, ja, gelost, jetzt kommen wir holen ins eine rein. Und dann sind wir in den Burger King. Und hey, unsere Boarding-Karte rein. Es hätte nicht mehr passieren können. Hey, wir waren ready gewesen, für dann abzufliegen in Kaukasus. Das ist alles. Hey, wir sind durch, es ist so gut. Und dann, ich meine, so einen Abflug halt, da hast du Shoppingmöglichkeiten, du hast freies Wi-Fi, du kannst irgendwelche Netflix-Zeuge reinsaugen, du kannst dich einfach in deinem Vergnügen kannst du dich verhängen. Und Freunde, das ist unsere Geschichte. Ich kenne so viele Menschen, die mit Jesus anfangen leben. Sie sind Teil geworden von Familie Gottes. Sie kommen wie einen Abflug halten. Und vor sich, sie sagen, wow, ich kenne Jesus. Ich bin mit ihm unterwegs. Ich freue mich, wenn er wiederkommt. Er hat mir alles vergeben. Es ist gut, es ist schön, mit dem Gott zu leben.
Und sie fangen sich ausstrecken nach allem anderen. Ah ja, hier jetzt noch. Ah, das ist noch. Ah, hast du gesehen, was das für ein Shopping? Ah! Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Aber wenn es einen Platz überkommt, der höher ist als die Leidenschaft für Gott, ist es eine Katastrophe. Dann bist du in höchster Gefahr, dass du nicht mehr ready bist für den Moment, wo Jesus zurückkommt. Han und ich waren nur im Burger King. Wir sind einmal shoppen. Wir haben genüsslich gegessen. Irgendwann habe ich gesagt, jetzt gehen wir langsam ans Gate. Hey, ja, kommen wir gemütlich, damit wir ready sind. Und so sind wir rüber zu diesem Gate. Sie haben gehöckelt, haben irgendetwas zusammen geredet. Meistens machen wir noch zusammen Spiele, die ich meistens gewinne. Er behauptet zwar nichts Gegenteil, aber das nächste Mal nehmen wir es auf. Das ist okay, aber auf jeden Fall, wir waren dort irgendwie einfach so. Und ich dachte, jetzt ist schon 5 Minuten nach der Zeit, wo Boarding wäre. Und noch niemand am Schalter. Ja, jetzt kommt er schon. Das sind ja russische Zustände. Und wir haben weitergeredet. Und auf einmal habe ich gesagt, jetzt ist es 10 Minuten. Ich gehe mal schauen. Ich gehe über zu dem Desk, also zu dieser Infostelle, wo wir hätten sollen anstaffen, dass wir dann mit unserer Boarding-Card hätten können, durch können und hätten können abfliegen, an unseren Zielort. Und frage, hey, sorry, ey, der Flieger für den Hatschkala, wann geht der? Und sie versteht nichts. Nimmt meine Boarding-Card und sagt nur, niet. Ich dachte, was niet? Was? Niet. Hier ist ein Boarding. Hey, sorry, ich bin dabei. Ja, zahlt. Hey, mach mich nicht scheissig. Hey, ihr habt schon mehr Lampen gemacht mit euch Russen. Jetzt löb. Was ist das Problem? Niet. Ich sage, ja, niet. Kann jeder sagen. Aber was ist das Problem? Ich will jetzt. Hey, ja, zahlt. Er denkt, das Mädchen, das kommt nicht nachher. Sie säckeln durch den Flughafen, durch den Hähn und da. Irgendwo müssen wir. Der Flüger steht noch. Wir haben gewusst, er steht auf der Abflugbahn. Er steht noch, das ist noch offen, die Tür ist noch offen. Aber nicht. Was will die Zwetschge? Komm, bring mir den Flüger. Und dann habe ich wirklich im Zeug rum. Und dann sind wir in einer Lounge gesäckelt. Kannst du nicht noch machen? Und dann haben wir ganz Liebe gefunden. Ja, mit sehr Verständnis. Aber ja, nicht. Ich dachte, ja, nein, Verständnis nicht. Das nützt mir auch nicht. Und dann sind wir dort rum. Und am Schluss müssen wir erkennen, der Flieger ist ab ohne uns. Und weißt du, genau um das geht es. Vielleicht bist du Teil von dieser Abflughalle, du bist Teil von dieser Familie Gottes, vielleicht noch nicht. Vielleicht stehst du noch vor dem Zoo, vielleicht stehst du vor dem Flughafen. Ich bin auch schon vor dem Flughafen gestanden und dachte, ja, ich habe es geschafft. Es hat gelangt. Und dann habe ich gemerkt, es kommt noch der Zoo und noch der Security-Check, bevor sie. Vielleicht stehst du noch vor dem Zoo. Aber vielleicht bist du in Abflughalle. Und vielleicht hast du dich verirrt. Verirrt in all diesen Shopping-Möglichkeiten, in all diesen Vergnügungssachen. Vielleicht sind dir Sachen wichtiger geworden als die Abflug. Und dann haben wir unseren Boarding-Pass vorgenommen. Und dann hat es geheissen, Boarding Time Till. Das hat noch nie einen Case auf dieser Welt. Das heisst, Zeit bis dann muss stehen sein, sonst ist er weg. Und normalerweise ist Boarding Time, dann kommst du mal her und schaust mal. Kommt mal einer und tut mal den Schalter auf, und dann kannst du irgendwie weiterfliegen. Aber Till, fertig. Der Scheiße, Mann, warum haben wir das nicht angeschaut? Warum hast du es nicht angeschaut? Ja. Er ist weg. Und schaut an dieser Geschichte. Auf einmal ist mir so bewusst worden, die Geschichte ist unsere Geschichte. Aber es darf nicht unsere werden. Es ist unsere Gefahr, dass wir in der gleichen Geschichte landen. Aber es gibt ein paar Checks, die ich dir mitgeben möchte, wo ich glaube, hey, acht auf das, damit dir der Moment, wo Jesus wiederkommt, nicht ohne dich abgeht. Erstens, acht auf die Boarding Pass. Weißt du, was die Boarding Pass ist, die du bekommen hast? Die Boarding Pass ist das Wort Gottes. Jesus sagt, Johannes 17,17, ich gehe jetzt auf dieser Welt, ich gehe raus. Bitte, lass sie nicht alleine und gib ihnen dein Wort. Sie sollen mit meinem Wort erkennen, was passiert. Sie sollen verstehen. Mit dem sage ich dir nicht einen Leistungsdruck. Aber Freunde, es ist ein No-Go, wenn wir ready sein wollen und das Wort Gottes nicht lesen. Es ist wirklich ein No-Go. Wirklich, ich sage es in aller Schärfe. Wir müssen parat sein auf diesen Moment, weil Jesus will uns. Jesus hat zahlt für uns, er liebt uns. Aber er hat gesagt, schau auf die Boarding Pass. Lies den genau.
Und lese immer, ja, das habe ich schon einmal durchgelesen, das habe ich schon mal schon gehört. Hey, weißt du was? Hey, lese es. Es ist das Wort, das uns eine Veränderung bringt. Das Zweite, was wir brauchen, neben dem Boardingpass, dass wir den beachten, ist die Anzeigetafel. Weil auf der Anzeigetafel wäre es auch gestanden, wir haben einfach nicht geschaut. Und weißt du, Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 41, sagt er, hey, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fällt. Er sagt, und ich glaube, wenn wir einfach beten, dann kommen wir mit dem Himmel in Kontakt und der Himmel sendet uns Signal, zeigt uns, wo wir durchgehen sollen. Gebet ist nicht einfach etwas für Langweiler, für Mütis, wo man am Schluss noch ein bisschen lesen und noch ein bisschen beten kann, sondern es ist eine so entscheidende Sache für uns. Das Gebet ist das Wichtigste, damit wir ready werden. 1. Timotheus 2,1 sagt, hey, bevor das alles andere, fang an zu beten. Und ich möchte dir heute Abend wirklich ans Herz legen. Und das nicht, weil ich irgendwie etwas reinpushen will, sondern weil ich glaube, Gott sagt, hey, seid ready. Jesus hat nicht für nichts zwei Kapitel im Matthäus, Kapitel im Markus, Lukas über das geredet und gesagt, bitte seid parat. Das reicht nicht in der Abflughalle zu stehen. Das reicht einfach nicht. Ich kann aus eigener Erfahrung reden, kannst du Bye-bye sagen. Wenn er in so einem Scheisshotel musst suchen und all das Neues zahlen und wir haben wenigstens eine Möglichkeit gehabt, am nächsten Tag weit zu fliegen. Wenn Jesus kommt, dann gibt es keine zweite Möglichkeit mehr. Hey, be ready! Das Dritte, was ich beachten soll, ist das, was sie durchgegeben haben. Durch einen Lautsprecher. Letztes Mal hat der Gerhard gepredigt, aber bist still. Nimm dir Zeit, bist still. Ich kann nur wenn ich still bin, kann ich dir die Ansprache hören auf dem Flughafen, wo mir sagt, wenn das was dran ist. Es ist eine Voraussetzung, still zu werden, für die Kraft und die Stimme vom Heiligen Geist zu empfangen. Wir haben es nicht gemacht. Wir lösen sie im Burger King in den Kocken. Da haben sie die Ranzen vollgeschlagen und haben das Gefühl gehabt, wir seien safe. Das Vierte, was wir können schützen konnten vor diesem Malheur, wenn ich Teil war von einer Reisegruppe. Mit Freunden zusammen. Irgendeiner wäre schon die Idee gekommen, zu sagen, hey Kuno, das heisst Till. Till, bis dann musst du dort sein. Aha. Und schau, logisch, ich bin ein leidenschaftlicher Kirchenbauer. Ich liebe Kirchen. Aber ich liebe nicht nur Kirchen, weil wir am Sonntagmorgen ein bisschen Lieder singen. Sondern ich glaube, Kirche und eine verbindliche Gruppe, eine Kleingruppe, bis Part von einer Kleingruppe. Wirklich bitte. Die Kleingruppe gibt dir Halt. Das sind nicht nur Freunde, die man zwischendurch ein bisschen chillen und ein bisschen fromm tun kann, sondern das ist Hebräer 10, 24, 25 gesagt, das ist ein Schutzrahmen für uns. Dass wir diesen Moment nicht verpassen. Und das ist für mich so ein Wunsch, dass Gott uns heute Abend weckt. Die Geschichte, die ich erlebt habe, in Moskau auf dem Flughafen, die darf niemandem passieren. Niemandem im Zusammenhang mit Gott. Und der letzte Teil, den ich glaube, der uns parat machen kann, dass wir ready sind. Pass auf, was der Abflughalle noch in die Hosensäcke geschoben werden. Weißt du, es heisst, im 1. Petrus 5 heisst es, der Feind geht im Umher wie ein brüllender Löwe. Und er versucht uns nicht ready zu machen. Er versucht uns auch mit Schuld, die wir auf uns laden, mit irgendwelchen Sachen, die wir unsere Hosensäcke füllen, mit irgendwelchen fremden Gepäckkoffern, wo irgendwelche Sachen drin sind, die uns total behindern, versucht unser Leben kaputt zu machen. Und das nennt die Bibel Sünde, Zielverfehlung. Und wenn wir so in Abflughalle sind und irgendeiner schiebt uns dann als Sackmesser hier noch, hey, dann kann es sein, dass deine Hosensäcke gefüllt sind mit Sachen, die nicht richtig sind. Es kann sein, dass das dazu führt, dass wir den Abflug verpassen. Schaut, es fällt mir nicht einfach, über das so klar zu reden. Aber alles andere wäre lieblos. Es wäre lieblos zu sagen, ja, easy peasy, Jesus kommt wieder, freuen wir uns drauf. Natürlich freuen wir uns drauf. Er kommt wieder. Und wir sind alle ready. Hey, hast du eingecheckt? Hey. Ja, eingecheckt ist eins. Aber ready zu bleiben, ist das andere. Und ich weiß nicht, wo du stehst.
Vielleicht hängst du noch auch im Burger King. Vielleicht ist deine Boardingkarte schon lange nicht mehr angeschaut. Vielleicht hast du schon lange nicht mehr auf die Anzeigetafel geschaut. Du hast mit Gott auf das Gebet suchen. Oder nur dann, wegen der Lampe hast du schaut auf die Anzeigetafel. Gott, ja, Lampe, könntest du mir irgendeine Information? Ja, merci vielmals. Nein, Jesus wird eine permanente Beziehung. Sagt, wache, du bete, dass du nicht einschlafen, dass du ready bleibst. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal bist still geworden und gesagt, Heiliger Geist, komm. Gibt es irgendwelche Ansagen vom Himmel? Oder ich weiss nicht, ob du Teil bist von einer Gruppe, die nicht irgendwie einfach nur mal chillen will und irgendein christliches Dasein vor sich herpflegen will, was darum geht, was ist echt noch Sünde und was nicht. Das ich und das geht so etwas von ihm. Sondern von einer Gruppe, die sagt, hey, wir kämpfen füreinander, dass wir ready bleiben. Wenn es ihm scheiße geht, dann kämpfen wir füreinander, wir beten füreinander, wir stützen einander, wir ermutigen einander. Dass wir ready sind. Und vielleicht spürst du in deinen Hosen, sag, hey, scheiße, Mann, ich habe wirklich Ballast in meinem Leben. Das sind Sachen, das läuft nicht richtig, immer wieder Sachen, die ich eigentlich weiss, sind nicht so. Hey, das ist heute Abend, wo du kannst ready werden. Und es geht gar nicht nur um heute Abend, sondern es geht um den Moment. Der Moment, wo entweder Jesus kommt und uns holt, oder der Moment, wo wir müssen ready sein müssen, dass wir zu ihm dürfen kommen. Und ich habe ein Gebet mitgebracht für all die, die sagen, ich bin noch gar nicht Teil dieser Familie. Ich bin noch gar nicht durch den Zoll. Ich habe den Jesus noch gar nicht als meinen Retter angenommen. Ich habe einfach akzeptiert, dass er ihr Mann war, der mal gelebt hat. Aber Jesus hat gesagt, jeder, der mich annimmt, der wird gerettet werden. Jeder, der mich annimmt, wird das Kind von Gott. Und ich habe heute Abend eine Möglichkeit für all die, die sagen, ich stehe vor dem Flughafen oder vielleicht in den Schalter hauen, aber noch nicht in den Abflug hauen. Verstehst du das Bild? Du bist vielleicht irgendwo bist mit Christi in Kontakt gekommen. Halleluja. Aber weißt du, nur, dass wir mit Christi in Kontakt kommen, das ist noch nicht der Punkt. Der Punkt ist der, Jesus will uns retten. Und das ist ein Fight am Laufen. Wie damals, wo eine Stimme sagt, hey, du könntest noch mehr. So kommt die Stimme und sagt, hör, nein, ja nicht, mach's nicht. Das ist die Stimme von dem Kidnapper, der uns Menschen schon lange unter seiner Herrschaft hat. Aber er hat das Gebet mitgenommen, um dir eine Möglichkeit zu geben, heute Abend der zu werden von der Familie Gottes. Das ist der schönste Moment. Ich weiss noch, als ich in diesem Schalter gestanden von Jesus, vor Jahren, gesagt, Jesus, hier bin ich. Ich will als Kind von dem Vater im Himmel werden. Aber dass ich das schuld in meinem Leben, kannst du mir vergeben? Kannst du mich zu dir nehmen? Bist du für mich auch gestorben? Komme ich ein Visa über bei dir? Darf ich Teil werden von dieser Family Gottes? Und ich weiss, dann hat Jesus gesagt, es gibt kein Visa. Es gibt nur einen Pass. Ein Pass vom Himmel. Du bist und darfst einreisen. Du darfst ein Kind werden. Du darfst erleben, wie dein Name hier aufgeführt wird. Und ich bitte, dass das Gebet eingeblendet wird für alle die, die sagen, das will ich heute. Es ist ein einfaches Gebet. Es ist das Gebet, Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Ich lade dich ein, dass du das kurz reflektierst. Weißt du, wollte ich das? Wollte ich heute Abend das Gebet beten? Und das ist wie in diesem Bild. Ich komme vor den
vor der Passkontrolle und sage, Jesus, ich kann nicht rein. Ich habe kein Visa. Wir haben abgemessen als Menschen, ich inklusiv. Aber bist du gut? Du bist doch gestorben. Lass mich rein. Und dann werden wir erleben, dass die Tür aufgeht. Für mich ist es immer so schön, wenn es wie im Zollhäuschen den Knopf drücken. Und ich weiss, die Tür, wo ich gar nicht mehr reinkomme, ist passierbar. Ich wünsche mir, dass das ganze Tun durch die Türen durchgeht. Und all die Menschen, die da sind, das noch nie gemacht haben, bewusst, dem Jesus das Leben geschenkt, die laden ich ein. Nachdem wir noch kurz einen Moment reflektiert haben, mit mir das Gebet zu beten. Aber du weißt, das ist heute Abend, wo ich den Jesus als mein Freund annehme. Ich will das Kind von Gott werden. Dann kannst du mit mir dieses Gebet beten. An deinem Platz, wo du bist. Ich ermutige dich. Ich hoffe, ich check es nicht ganz, ob alle auf einer Leinwand sehen. Seht ihr auf einer Leinwand davor? Ihr seht nicht auf die Leinwand. Aber ihr seht auf die Leinwand. Und ihr? Oh. Wenn du da vorne hockst und das Gebet auch beten willst, ich bete es, und du kannst es für dich leislich oder laut für dich, das nachher zu beten, und die anderen beten es synchron mit mir. Okay, das schaffen wir. Es ist der Moment, wo die Tür aufgeht, wo Jesus sagt, welcome. Welcome, also Bürger vom Himmel. Du bist gerettet. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast, weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Jesus, ich danke dir für all die Menschen, die heute das bewusst betet haben, die heute die Entscheidung getroffen haben. Und ich weiss, der Himmel juchzt über jede Person, die Abflughalle reinkommt, wo sich fährt, anfangen, ready zu machen, wo ready kann sein kann, auf den Moment, wo du, Jesus, vom Himmel wirst zurückkommen. Und uns in den Himmel wirst mitnehmen, mit all denen, die mit dieser Hoffnung gestorben sind auf dich, die dann wirst auferwecken und mit dir wirst nehmen. Danke viel, viel mal.